auf den Aufnahmeknopf gekommen, sorry. Fällt halt wieder ein Stück. Vollbild machen. Das ist meistens eh nur am Anfang der Movie, wo so Ausschnitt ist, dann geht es auf Vollbild, aber 4:3. 16:9. Das ist nicht so der Brüller. Von einem Hintergrund. Ja, und jetzt? Okay. Szene 2. Also wir müssen uns melden. Beim Hauptquartier und irgendein Training absolvieren. Mel? Hallo? Bruno, wie war's in Frankreich? Hast du neue Einschusslöcher gesammelt? Ich weiß, dass du es liebst, wenn man auf dich schießt. War nur ein Witz. Ich bin froh, dass du nicht verletzt bist. Hast du wenigstens ein oder zwei exotisch-erotischen Versuchungen widerstanden? Wie heißt sie? Was heißt, du erinnerst dich nicht? Das ist schrecklich. Natürlich habe ich Hunger. Du bezahlst? Dann haben wir eine Verabredung. Sagen wir das Maximilians in einer halben Stunde. Ciao. Ich bin nicht sehr glücklich, weißt du. Es ist ganz anders, als ich mir das vorgestellt hatte. Ich habe nie versprochen, dass es genauso aufregend wird wie deine vorherige Beschäftigung. Nur, dass du nicht ins Gefängnis wanderst und nachts besser schlafen kannst. Noch etwas Wein? Du bist die erste Agentin, die die Unity engagiert. Das Komitee ist ziemlich altmodisch. Sie brauchen Zeit, um sich an eine Frau bei dieser Arbeit zu gewöhnen.
weiß ich doch alles. Aber bei dem Tempo bin ich Oma, bevor sie mir eine echte Aufgabe geben. Lösche das ganze Gesocks aus, Herzchen, oder du spürst meinen Krückstock. Du kannst jederzeit wieder zurück zu den Bettlern und Handtaschen klauen, wenn du willst. Verdammt, so meinte ich das nicht. Ich brauche nur eine Herausforderung. Bin total abhörmüde. Habe es satt, irgendwelche Langweiler zu beobachten, die vielleicht in Verbindung zu jemandem stehen, der eine kurze Gefahr für die internationale Sicherheit darstellte, weil er vergaß, ein Schinkensandwich in Heathrow anzugeben. Ich habe keine Geduld für sowas. Darin bin ich nicht gut. Es ist nie toll, seinen Pflichten nachzukommen, aber wir müssen alle mit Frust fertig werden, hier und da. Das formt den Charakter. Ich bin meinen Pflichten bereits nachgekommen. Das ist deine Meinung? Ich sag dir was. Man muss immer seine Pflichten tun. Immer. Es tut mir leid, wenn du nicht glücklich bist, aber du wirst dich daran gewöhnen. Niemand schuldet dir was. Bei dir hört sich das an, als sei ich ein verzogenes Kind. Ich brauche keine Streicheleinheiten, nur eine Chance. Du hast recht. Ich weiß, dass es hart für dich ist, aber du wirst deine Chance bekommen. Niemand wird das verhindern können. Die haben bisher einen ordentlichen Job gemacht, nicht wahr? Siehst du, was habe ich dir gesagt? Wahrscheinlich braucht nur eines der Komiteemitglieder mal kurz einen Babysitter. Ungläubige, wir sehen uns dann da. Warum gehen wir nicht zusammen? Muss mich zuerst um was kümmern. Geh schon mal vor. Okay, wir dürfen zuerst mal steuern. Ja, das ist, kommt schon schwer in der PC her. Sie werden im Briefingraum erwartet. Das ist total nicht detailliert. Den Hund müssen wir sicher irgendwann etwas machen. Da unten ist wahrscheinlich geht's weiter. Lokals an. Agent Archer? Oh nein, hier. Welch weiser Entschluss von Ihnen, zu uns zu kommen. Ich hoffe, wir haben Sie nicht zu sehr mit Belangen der internationalen Sicherheit in Anspruch genommen. Überhaupt nicht, Mr. Smith. Aber nett von Ihnen, das zu erwähnen. Es ist nicht meine Absicht, nett zu sein. Nun, dann ist ja gut. Ich rate Ihnen, Ihre Zunge zu hüten. Wenn das nicht der unvergleichliche Agent Laurie ist. Tut mir leid, dass ich zu spät bin, Smithy. Sie sehen gut aus heute. Ersparen Sie mir Ihre Schmeichelei, alter Knabe. Passt nicht zu Ihnen. Ich meinte es ernst. Es war das einzig Nette, das mir einfiel. Sie sind mir immer noch böse, nicht wahr? Ich habe wirklich nichts gegen Sie persönlich. Sie haben uns viele Jahre treu gedient. Vielleicht zu viele. Ich glaube einfach, dass es für die Unity das Beste ist, wenn Sie sich aus dem Außendienst zurückziehen. Und ich werde so lange keine Ruhe geben, bis Sie in die Verwaltung wechseln. Ich bin nicht sauer, Smithy. Ich mag Sie nur nicht. Ich verstehe Ihr Anliegen, aber nur weil Sie für den Außendienst zu alt sind, heißt das nicht, dass ich auch zu alt bin. Bis ich nicht für untauglich erklärt werde, mache ich weiter. Ich habe mich freiwillig zur Ruhe gesetzt. Natürlich. Vielleicht sollten wir das jetzt beenden und uns aufs Wesentliche konzentrieren. Okay. Licht bitte. Wir haben heute Nachmittag einen weiteren Agenten verloren, sodass wir jetzt bei 7 Außendienstlern in 10 Tagen sind. Wir glauben, dass irgendjemand systematisch versucht, unsere Undercovers zu eliminieren. Das bringt uns zu der Vermutung, dass die Geheimdienstabteilung verraten wurde. Scheint so, als hätten wir einen Verräter unter uns. Haben Sie einen Verdacht? Wir verdächtigen jeden. 7 Agenten? Das ist über die Hälfte der derzeit Aktiven. Warum wurden wir nicht früher informiert? Sie werden jetzt informiert. Diese Situation hat sich rasant entwickelt. Der Mörder hinterließ eine Lilie, ein königliches Abschlussritual, direkt an oder in der Nähe des Opfers. Sagt Ihnen das was? Volkov.
Wer? Dimitri Volkov. Das königliche Abschlussritual ist sein Markenzeichen. Der Name klingt vertraut. Was wissen wir über ihn? Er ist ein Bastard. Geht's auch genauer? Nur das, was in seiner Akte steht. Geboren 1921 in Kamtschatka. Tat sich im zarten Alter von 8 Jahren als akademisches Wunderkind und Meisterschachspieler hervor. Verfeinerte in dieser Zeit seine Foltertechniken an den Haustieren der Nachbarn. Vermutlich trat er 37 der NKVD bei und diente als eine Art Jünger in einem Gulag bei Kiew. Wo er sich während des Krieges aufhielt, ist unbekannt. Es gibt nur einen Hinweis, dass er 43 von einem OSS-Offizier in Leningrad beim Verhör von Kriegsgefangenen gesehen wurde, die spurlos verschwanden. Ah ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Wir hatten schon mit ihm zu tun. Einige Zeit nach dem Krieg tauchte er wieder auf, diesmal in den Diensten von SMERSH. Er zeichnete sich durch gut 1000 Exekutionen aus, meistens Spione und sowjetische Dissidenten. Bei einem missglückten Attentatsversuch 1961 verlor er ein Auge. Einer unserer besten Agenten traf ihn aus nächster Nähe ins Gesicht. Danke, aber ich hätte nicht verfehlen dürfen. Er entkam aber, indem er sich von einer 70 Fuß hohen Klippe in einen eisigen Fluss warf. Er wurde nie gefunden. Jetzt kursieren die Gerüchte, dass er als Leiter der Außendienstabteilung für eine Organisation namens HARM arbeitet. Ich denke, Sie wissen, was das heißt. Was wissen wir über HARM? Leider haben wir darüber nur sehr wenig in unseren Unterlagen. Tja, trotz des offensichtlichen Risikos müssen wir unseren Job machen. Und zwar einen sehr wichtigen. Knochenarbeit. Richtig. Und nach der Katastrophe sind Sie beiden die einzigen verfügbaren Leute. Um ganz offen zu sein, Agent Archer, erhalten Sie diese Aufgabe nur, weil wir keine Wahl haben. Solche Angelegenheiten, so delikate Angelegenheiten, vertrauen wir normalerweise keiner Frau an. Emotionale Unausgeglichenheiten und Attentate sind keine gute Ergänzung, falls Sie verstehen. Soll ich da etwas sagen dazu? Ich versuche, Ihre Erwartungen zu übertreffen. In Anbetracht der Tatsache, dass ich erwarte, dass Sie fürchterlich versagen, sollte das nicht schwierig sein. Schluss jetzt! Die Zeit drängt! Gehen Sie noch beim Bastelladen vorbei. Sie haben ein paar neue Gimmicks, die hilfreich sein können. Machen Sie nicht zu lang, Ihr Flug geht um 6 Uhr. Wo geht's hin? Marokko. Agent Archer, wofür steht HARM? Habe ich noch nicht rausbekommen. Bist du dir rot, bist du raus? Und seien Sie vorsichtig, beide. So voll Mongos, jetzt sind sie weg. Boing! Was kommt heute? Ah, ich habe schon Handschlag. Was passiert hier? Schade. Ich meinte, die sind aber geblieben in der PC-Version. Ducken. Ist von den Knöpfen her etwas anders angelegt. Schwimmen können wir an. Schade. Jetzt sind wir Aktionsbutton. So können wir schnell umdrehen. Mit dem linken Stick kannst du dich schnell umsehen. Es ist auch Auftrag 3, Szene 3. Fast noch nie gemacht. Wir raten dir dringend vor der ersten Mission den Trainingskurs zu absolvieren. Sonst könnte es passieren, dass du eine Menge Kleinigkeiten und Features übersiehst.
Wenn du das Training... Das wird er passieren. Ja, einfach zum Ausgang. Das ist Ausgang. Wo ist Training? Wo ist... Ich möchte gerne trainieren. Ausgang Training, erweiterte Taktiken. Ich schaue natürlich zuerst hier. Gerätelabor. Und das ist ein Trainingskurs. Schießstandgerät. Ja, wir schauen da mal. Okay. Glaubst du, die CT-180 bekommt eine anständige Bewertung? Ich würde mir an deiner Stelle keine Hoffnungen machen. Hast du das Anforderungsformular für das Ding gesehen? Die möchten alles, was die TR-60 und TR-1... Da ist der Ausgang. Es ist nicht offen, der bekommt mit Waffe auf dem Schießstand. Oder auf dem... Ich bin aber neu, dass ihr Waffe. Verschiedene Bereiche. Jeder mit einer eigenen Lerneinheit. Jede Lerneinheit muss abgeschlossen werden, um zur nächsten zu gelangen. Geh jetzt zur aktivierten Station weiter, die mit einem Blinklicht markiert ist. Hier. Dein Fadenkreuz zeigt auf einen Gegenstand, der aktiviert werden kann. Okay, dann öffne die Tür für den nächsten Bereich. Passanten reden gern mit dir, wenn du sie aktivierst. Manchmal haben sie auch ein paar nützliche Informationen für dich. Gut gemacht. Okay, dann öffne die Tür für den nächsten Bereich. Okay, Leute ansprechen. Wenn du eine Filmszene überspringen möchtest, drückst du einfach die X-Taste. Glückwunsch! Du hast den Kurs grundlegende Taktiken absolviert. Du solltest jetzt mit den erweiterten Taktiken fortfahren, denn hier erhältst du spezifische Instruktionen für deine bevorstehende Mission. Beachte, dass vor jeder Mission neue Simulationen für dich vorbereitet werden. Okay. Und wo geht's weiter? Wo gehen die neuen Simulationen weiter? Also hier wahrscheinlich nicht. Team. Ist hier nur grundlegende Taktiken, oder? Jetzt müssen wir zu erweiterten Taktiken. Willkommen zu den erweiterten Taktiken. Achte auf Munitionskisten. In jeder können verschiedene Munitionstypen sein. Wenn eine Kiste leer ist, verschwindet sie. Da du während einer Mission nicht die Möglichkeit hast, dich zu kurieren, solltest du mit Hilfe von Körperrüstungen versuchen, Schaden von dir abzuhalten. Denk aber dran, dass man auch mit Körperrüstung Schaden nehmen kann, beispielsweise durch giftige Gase. Das ist mir kein nicht heilen. Okay, dann öffne die Tür für den nächsten Bereich. Während einer Mission solltest du immer nach verschiedenen Geheimdienstgegenständen Ausschau halten. Die können sehr hilfreich sein. Hier sind einige solcher Gegenstände. Je mehr du findest, umso besser für die Mission. Tasche. Nimm diese Geheimdienstgegenstände auf, um weiterzukommen. Brief. Filme. Okay. Das heißt, wir müssen gut alles absuchen. Möglicherweise musst du ab und zu Bomben scharf machen oder entschärfen. Aktiviere das Gerät einfach, um es entsprechend ein- oder auszuschalten. Deaktiviere diese Dummy-Bomben, um weiterzukommen.
nicht nur einfach. Okay, dann öffne die Tür für den nächsten Bereich. Oh, jetzt stoßt mir das Goal auf. Ui, wir haben Tearing. Ui, hoffentlich wird das wieder besser. Manchmal ist es notwendig, sich sehr leise fortzubewegen, damit man nicht entdeckt wird. Je schneller du läufst, umso lauter sind deine Fußtritte. Deswegen ist es sinnvoll, zu kriechen oder langsam zu gehen, wenn du unauffällig sein willst. Oh, das muss drauf bleiben, Scheiß. Ja, das habe ich gehört. Das gehört er. Um die Simulation zurückzunehmen. Also muss ich langsam. Ja, das habe ich gehört. Ja? Gelbe Linie zurück, kann ich den noch tiefer ducken? Das geht auch nicht. Aber das geht so schnell, sobald ich dran komme. Das habe ich gehört. Das ist ja zum Kotzen. Die Empfindlichkeit oder so. Da muss ich hure fein. Das wird so nichts im Spiel. Gut gemacht. Muss ich ehrlich sagen. Deiner Fußtritte kann durch den Untergrund verändert werden. Sei vorsichtig bei Fliesen, Metall und anderen harten Untergrund. Dafür kaum auf den Controller kommen. Okay, dann öffne die Tür für den nächsten Bereich. Das heißt, ich muss probieren. Da drauf. Versuch nochmal. Ah, oh, da hätte ich nicht drauf kommen. Hey, das ist wirklich, ich sollte ein bisschen weniger empfindlichen Controller haben. Versuch nochmal. Weil ich darf wirklich kaum berühren. Scheisse. Versuch nochmal. Ja, aber ich bin sogar schnell gelaufen. Komme ich kiss. Probiere das mal. Das bringt auch nicht viel. Leichtfüßig. Ich finde es nicht, aber wir müssen es noch weiter zurückstellen. Aber dann ist das da zu langsam zu ziehen. Wenn du dich schnell genug wieder zurückziehst, solltest du unentdeckt bleiben. Natürlich wirst du schneller gesehen oder gehört, wenn du einem Gegner sehr nahe bist. Sperr also die Ohren auf für Fußtritte oder Gespräche, bevor du dich aus der Deckung wagst. Oder niemand. Exzellent! Weiter zum nächsten Kurs. Das hört nur auf. Kann ich da etwas rauslassen? Vielleicht nur mal, wenn ich verletzt bin oder so. Die gehen nicht. Auch noch mal trappen. Sammeln wir. Oh shit, ich muss wieder schleichen. Ah. Ist das gewesen? Beim Schießstand. Hallo Kate, wie geht's? Smithy möchte, dass ich dich schnell nochmal durch.
euch ein Schusswaffen-Fresh abbringe. Der Airwave-Revolver mit seinem PC-38-Kaliber ist eine schmale, leichte, gut handhabbare Handfeuerwaffe mit einem 5er Rundzylinder. Der Revolver kann nicht gedämpft werden, aber sein einfaches Design lässt eine breitere Palette an Munitionstypen zu als die meisten anderen Automatikpistolen. Jede Menge Zeug aufgenommen, okay, dann probieren wir mal. Wo kann man sie? Stopp. Ich habe keine Waffe gehabt. Moment, ich muss mal. Ja, warte. Wie kann ich die Waffe wählen? Mit Steuerkreuz ist gestanden, aber es geht nicht. Habe ich die Waffe noch nicht? Ah. Okay. Jetzt ist gut. Ich hoffe, ich kann neu starten. So, jetzt. Nein. Das wird kein guter Abschluss sein. Scheiße, ich bin zu langsam. Kann ich den zoomen? Nachher Ziel oder so? Laden finde ich. Aber nachher Ziele nicht. Gebe sie wieder ab. Die Shepard Arms P38 9mm Pistole ist eine strapazierfähige kleine Automatik, die im Zweiten Weltkrieg von den Alliierten bevorzugt wurde. Sie besitzt ein 10er Trommelmagazin und kann mit einem Dämpfer ausgestattet werden. Das ist wieder gleich. Nein, falsch. Jetzt soll er nachladen. Wäre schneller gegangen. Scheiße. Schlecht. Jetzt müssen wir die alle ausprobieren. Der Hampton-Karabiner ist die einzige leise Feuerwaffe der Welt. Natürlich ist leise sehr relativ in Bezug auf Waffen, aber der Schusslärm einer Hampton ist nicht viel mehr als ein kurzer Huster. Man braucht dafür ein 45er Kaliber einer Automatik. Weniger tödlich als die meisten Gewehre, aber ihre Subtilität gleicht die Durchschlagskraft aus. Nein! Das ist übel, wenn ich da muss. Mit dem Controller nicht zu beziehen. Schon das Training auch absolviert. Manuell aufnehmen? Nein. Aber das war noch nicht alles. Ich habe ja gar keine Waffe. Hier ein paar wichtige Dinge über Schusswaffen. Die Taste Nächste Funktion ist sehr wichtig. Damit kannst du durch die verschiedenen Munitionstypen einer Waffe schalten. Noch wichtiger ist aber, dass man mit ihr auch durch die verschiedenen Funktionalitäten einer Gerätschaft durchschalten kann. Zum Beispiel kannst du zwischen dem Dietrich und dem Waffenmodus der Haarspange hin und her schalten. Ja, ich weiß nicht, wie Dietrich zwischen.
gewählt. Oh Gott. Das muss ich jetzt schießen. Meinen. Du kannst durch einige Wände und Objekte schießen. Das beeinflusst zwar die Genauigkeit, Reichweite und Schusshärte, hat aber den Vorteil, dass man einen Gegner treffen kann, bevor er einen gesehen hat. Halte nach solchen Materialien Ausschau. Ja, wir haben jetzt das zugeschaltet. Ah, mit Y. Sag, warum geht die Waffe nicht weg? So, jetzt können wir sicher hier noch rein. Happy Birthday. Jetzt kommen die ganzen Dinge dran. Gadgets. Sprechen wir über deine Haarspange. Im Standardmodus kann sie als Dietrich eingesetzt werden. Ganz praktisch, wenn man auf ein abgeschlossenes Schloss trifft. Natürlich dauert es entsprechend länger, wenn der Mechanismus kompliziert ist. Denk dran, dass die Haarspange nur bei Schlössern mit Schlüssellöchern funktioniert. Satz 2. Ah. Da geht lang gleich. Okay. Alles easy. Kann ich nicht, ne? Es erscheint ganz kurz. So. Komisch, ich hoffe, das ist nicht öfter so. Wenn du die Taste Nächste Funktion drückst, kannst du auch auf die Waffenfunktion der Haarspange zugreifen. Wenn du einen Gegner triffst, entlässt die Kapsel an der Klinge eine kleine Menge ziemlich tödlichen Toxins ins Blut. Ja, der hat auch Freude, jetzt murks ich einfach ab. Das ist nochmal Puppe. Ist das das richtig gewesen, oder? Ist das wirklich das Ziel gewesen, das zu schnetzeln? Darf ich nicht rein? Hallo? Nach da rein. Darf ich aber nicht. Ist wieder mit. Kann ich nicht. Jetzt müsste er eigentlich mir hier eine neue Anweisung geben. Oder ist das... Ah. Ui, bin ich doof. Scheiße. Ja. Um eine Wache abzulenken. Aber wirf sie nicht zu hoch. Ich sage da über. Ist da jemand? Nein, ich da niemand. Na gut. Da war niemand. Der Agent lässt keine Leichen herumliegen, da sie durchaus verdacht. Ich dem Tür auf, da ist sie offen. Wegen deiner zarten Statur wirst du wohl kaum einen Körper wegschaffen können, so haben wir dieses besondere Körperauflösungspuder entwickelt. Nur ein bisschen auf den Körper streuen und er verschwindet sofort. Das könnte man einstellen in den Optionen, dass Leichen verschwinden, wenn du sie getötet hast. Würde wahrscheinlich das Spiel einfacher machen. Da bin ich gewesen. So. Gibt dich zum Ausgang. Ich hoffe, ich habe nichts verpasst, was man sammeln kann.
die jetzt auftun, immer noch nicht. Oh shit, mit dem... Schnell rennen ist gesucht, aber hat es irgendwie auch nicht. Dass da was zum Sammeln noch ist. Na gut, dann wünsche ich dir eine erfolgreiche Mission und komm heil wieder. Okay. Das ist echt meine Bewaffnung. Der Geheimdienst hat herausgefunden, dass der amerikanische Botschafter in Westdeutschland, Morris Munro, auf der Mordliste einer Organisation namens HARM oder HARM steht. Wir vermuten, dass der Mordversuch am letzten Urlaubstag von Munro in Marokko stattfinden soll, wenn er das Hotel verlässt. Vermutlich wird es mehrere Mörder geben. Munro muss den Angriff überleben. Sei gewarnt, besonders da der Botschafter ziemlich kurzsichtig und darüber hinaus fast taub ist. Du kannst dich also nicht darauf verlassen, dass er merken würde, wenn... Oh, sorry. Ist einfach passiert. Okay, Botschafter. Beschützen, Bruno treffen, zu Christian Abigail treffen, keine Zivilisten abballern. Der Titel sagt ja schon, dass nicht alles rund läuft. Sehr sogar. Bist du sicher, dass du dich nicht langweilst? Ich habe fast 4 Jahre auf diese Chance gewartet. Ich denke, ich schaffe jetzt auch noch eine halbe Stunde. Braves Mädchen. Wirst erwachsen. Was denkst du über dieses Verrätergerede? Das ist nicht das erste Mal, dass wir eine undichte Stelle haben. Trotzdem beunruhigend. Das ist schon mal passiert? Einmal. Vor einigen Jahren haben wir eine Reihe Undercover-Agenten in Istanbul verloren. Es stellte sich heraus, dass sie vom persönlichen Assistenten des Chefs verraten wurden. Er hatte uns für schlappe 50 Pfund verkauft. 50 Pfund? Unglaublich, oder? Mit Menschenleben zu so einem Dumpingpreis zu handeln. Aber Spione werden selten angemessen für ihren Verrat entlohnt. Würde mich nicht überraschen, wenn der neue Maulwurf auch unter Wert bezahlt würde. Ich hoffe, dass Sie ihm eine Kugel zwischen die Augen drücken, wenn Sie diesen Bastard schnappen. Und vielleicht auch noch ein paar andere Dinge. Scheinst dich bewerben zu wollen. Ich bin gefährlich, wenn ich wütend werde. Deswegen bist du auch dauernd in Schwierigkeiten. Okay. Munro ging Richtung Café. Halte nach ihm Ausschau auf der Terrasse. Von links kommt. Was ist mit den Zielen? Bin noch nicht sicher. Entschuldigung, wie viel Uhr ist es? Nein, ich habe keine Uhren und ich habe auch nichts für Bettler übrig. Ich will keine Uhren, ich will die Uhrzeit. Jetzt werd mal nicht schnippisch oder du wirst verhaftet. Sind Sie taub? Was unterstehst du dich? Oh, nichts. Feigling. Soll ich dir die Ziele nennen? Das wäre nett. Ich bleibe freundlich. Auf dem Dach links von dir. Kein Scharfschützengewehr. Geradeaus links vom Turm. Links kommt auf der Tür. Ja, ich hätte schneller müssen reagieren. Ich bin gerade nicht sicher gewesen, was ich machen muss. Ich hoffe, wir müssen das Gerät nicht wieder los, aber wahrscheinlich doch. Von allem kein Scharfschützengewehr hier. Soll ich dir die Ziele? Springen wir, ja. Wir gehen direkt zum Schuss. Und wir holen Munition. Machen das Tutorial los. Also. Munro beschützen. Auf dem Dach rechts von dir. Was?
Wieso das denn? Auf dem Dach rechts von dir. Das ist so fremd hier. Wer geht hin in einem fremden Land? Weiß ich. Kanada ist auch ein fremdes Land, aber halt nicht so fremd. Ich dachte, der Grund dafür, dass du hierher kommen wolltest, war, weil es so fremd ist. Tu mal laden. Und sicher hier unten raus. Warum versuchst du nicht, dich zu entspannen und zu amüsieren? Du wirst dich bald viel besser fühlen, wenn du aufhörst. Von oben nochmal. Wo ist diese Münze? Glaubst du? Klar. Geradeaus rechts vom Turm. Natürlich habe ich recht. Los, gehen wir runter zu Medina und machen ein wenig Sightseeing. Links von dir, der hintere Balkon. Links von dir, die? Geradeaus rechts vom Turm. Auf dem Dach rechts von dir. Ui. Fehlschuss. Links von dir, der hintere Balkon. Komm, gang mal ab. Links, Parterre. Scheiße. Wie viel Zeit hast du da noch? Schon weit. Kommt aus der Vordertür des Hotels. Kommt die Straße runter, links von dir. Gesindel! Oh Gott, er läuft einfach, als wäre nicht. Ein Loch in meiner Tasche haben. Ja, genau. Wahrscheinlich nicht nur mehr in der Tasche. Kommt aus der Vordertür des Hotels. Rechts, Pater. Tauge nichts. Ich hab fast geschossen. Kommt aus der Vordertür des Hotels. Kommt die Straße runter, links von dir. Kommt aus der Vordertür des Hotels. Ja, wie viel weiter noch? Kommt aus der Vordertür des Hotels. Er merkt da nichts. Rechts, Pater. Gesinde! Ich beschatte ihn im nächsten Abschnitt. Gehe zu Apartment 12 und warte auf mein Signal. Oh. Und vergiss nicht, deine Waffe zu verstecken, sonst erregst du Aufsehen. Ja. Sind die kann ich nicht, ne? Okay, Waffe verstecken. Wäre lustig, jemand würde auftun. Ah, mit dem kann ich vielleicht reden. Jetzt habe ich mich schon wieder ausgesperrt. Wie bescheuert. Wie bescheuert. Ah. Könnte ich Schlösser knacken? Nein, soll nicht schade. Hallo. Schon wieder ausgesperrt. Habe gehört, er will eine Amerikanerin heiraten. Meinst du das Mädchen, das keine Schuhe tragen möchte? Ja, die. Ich
Wo ist sie her? So, Apartment 12. 21, 22. 22 ist ja aus die falsche. Sauber. Du fühlst dich immer von attraktiven Frauen angezogen. Alle Frauen sind verrückt. Nicht so laut. Ich vermute, hier ist das 12. Das ist echt da. Oh, hier bekommen wir noch Ding. Eine Weste. Da gibt es auch noch Geballer, was ist das? 11. Oh, im schönsten Abschnitt. Bin in Position. Gut, er ist fast da. Sehe niemanden. Hier kommt er, halte dich bereit. Links kommt der Rad ums Gebäude. Da muss ich ab. Ah. Du hast gerade einen Kunden verloren. Der Junge schafft mich noch. Fenster, zweite Etage, links von dir. Nicht schon wieder. Fenster, wo zweite bist Etage, du, du bescheuerte dir. Kleine Münze? Rechts, kommt gerade ums Gebäude. Ich sollte das Ding schnell finden, bevor die Diebe hier gleich scharenweise einfallen. Pass auf, wenn er vor dem rechten Fenster vorbeikommt. Was, rechten Fenster? Ah, da habe ich nicht gesehen. Fenster, zweiter Stock, direkt rechts. Ah, ich müsste noch das zunige Fenster abschießen. Fenster, zweiter Stock, ganz rechts außen. Ja, da kann nicht durch die Lamellen schießen. Pass auf, wenn er vor dem rechten Fenster vorbeikommt. Ah, wir verrutschen noch so. Toller Schuss. Das musst du mir nicht sagen. Ich habe hier gestanden. Ein bisschen Respekt könnte dir nicht schaden. War nur ein Witz. Wir sind ein ziemlich gutes Team. Ja, aber jetzt eine richtige Mission, noch bitte. Eine Gruppe Schläger kommt auf dich zu. Ja, sehr gut. Wie viele? Ich glaube 6. Kommst du zurecht? Natürlich. Jawohl. Treffe dich in einer Stunde am Hotel. Okay. Pass auf dich auf. Erstmal werde ich auf die Mission richtig. Eine Mission richtig abschließen, oder? Ich schieße die Wand. Genau, was sie sieht. Ah, eine Heim. Seite schiessen er auch noch. Schiessen die einfach ununterbrochen. Auf. Oh, Haft. Der hat so lange, bis er den zweiten Schuss kann schiessen. Leider kann ich den Schuss nicht wechseln. Aber ich kann Muni aufnehmen und wahrscheinlich wie es aussehen, die Waffe. Nein. Oh, aber die hier, Schalldämpfer. Stehen bleiben, keine Bewegung. Keine Bewegung. Mit dem Perry. Dann eher so wie Inder. Das
schon Ersatztutorial Marokko. Halte deine Leute aus der Sichtweite. Wir möchten unsere Falle nicht verraten. Ja, Sir. Ich meine nein, Sir. Ich meine ja zum ersten und nein zum zweiten Teil, Sir. Klappe! Mach, was ich sage, Idiot. Sieht so aus, als bräuchten Sie einen Affen. Wie bitte? Ich habe hier einen sehr hübschen Affen für dich. Was ist mit dem Aff? Nee, Scheiße! Was ist das geil? Oh nein. Ja, versuchen muss man sie alles. Wenn ich darf den Aff wegmache. Halte deine Leute. Sieht so aus, als bräuchten sie einen Affen. Oh, ein kleiner Affe. Wird dir nie etwas leid tun. Nie. Er wird nicht mit mir. Oi! Ja, Hagel, bleib! Alle Mann in Deckung! Komm nochmal. Das ist doch mehr das Tor, hä? Geh nicht auf. Dann müssen wir schnell die Haare spannen, hä? Geil. Die Innenräume ist geil gestaltet. Toilette. Nein, ich sollte nicht. Ich muss schnell schauen. Was passiert, wenn ich jetzt die anspreche? Dieses dämliche Ding hier hat mein Kleingeld gefressen. Nicht nur das, scheinbar. Und jetzt, ja. Ah, vielleicht habe ich eine Geldmünze, ne? Habe ich nicht. Keine Ahnung, wo die Münze ist. Er hätte vielleicht eine Münze herschiessen. Man kann ja Ablenkungsmünzen werfen, ich weiß aber nicht, wie das geht. Oder ob ich zuerst eine muss sammeln, bevor ich das kann. Sir! Schuss neuerdings. Huch. Die habe ich hier aber noch nie gesehen. Daran würde ich mich erinnern. Was habe ich dir übers Flirten erzählt? Ich habe nicht geflirtet. Ich beobachte nur. Tatsächlich. Ich hoffe, das ist dann egal, wenn ich das knacke. Komm, Liebes, du allein bist doch meine Blume. Darauf falle ich nicht rein. Du schläfst heute draußen. Was? Wieso?
Mit dir rede ich nicht mehr. Darum. Jetzt fange ich wieder damit an. Ich höre gar nicht hin. Verliebt. Mach, was du willst. Ein bisschen Pause kann Wunder wirken. Was ist hier der? Das Münzenfraueli kann ich leiden. Was ist jetzt hier los? Ich habe keine Waffe. Die hat den Schuss gehört. Arme Frau. Woran können wir sie erkennen? Hast du nicht das Foto am schwarzen Brett gesehen? Was für ein... Alle Mann in Deckung. Das ist lustig synchronisiert. Was sie mir nicht gehört. Dämpfe das. Machen wir. So. Damit gerecht, dass die aufgeht. Aber das heisst, check zuerst hier ab. Ja, ist doch gewusst. Sofort Waffe weg. Ich hab hier nicht mal einen vernünftigen Empfang. Ich regle das. Irgendwie, Moment. Da muss doch irgendetwas sammeln sein, wenn wir da... Das Bett sieht gut aus. Ich hole jetzt nicht die Fernseher rein, sonst triggert mir das. Okay, das ist schön. Jetzt habe ich gerade ein bisschen... Oder? So, die zwei. Das verliebte Pärli. Die geht es wahrscheinlich weiter. Das heißt, wir checken gleich zuerst den Balkon. Dass es irgendwo noch was zum Sammeln gibt. Nein, natürlich nicht. Ups. Dann kann ich einfach mit Viereckwaffen weg tun. Das muss ich testen. Darf ich Ihnen was Kaltes zu trinken anbieten? Ja, nee, danke. Vielleicht später. Why not? So ein Gifttrink. Hallo, Freund. Ja. Him. Habib Abdul. Hoffentlich ist das nicht der da betrunken am Boden liegt. Oh, du siehst die ja nicht. Die haben wir nicht bemerkt. Ja, natürlich. Irgendwie macht es mir gleich noch Spass, das Spiel. Das ist noch wirklich die einfachste Lernmission da.
Ziel wäre eigentlich in dieser Folge schnell Marokko durchzuspielen. Wir sind wieder eine Stunde drauf. Mach vorwärts, komm. Etwas Ruhiges, Romantisches. Es ist unser Hochzeit. Romantisch. Das war ein eindeutiger Gegner. Der auch. Knipsen weg. Da ist auch der Nächste. Ruhe dich nicht vor der Stelle! Nein, ich drücke den falsch. Ich bin gewohnt, rechts zwei zu drücken bei Schiesserei. Aber da ist auch hier Nachladen drauf. Da. Ich wollte schiessen. Mit hören, dann sieht sie mich gar nicht. Hallo? Nichts passiert. Schade, die alle nicht der gleiche. Zivilisten. Schon wieder. Drücke immer rechts zwei in die Gewohnheit, die man hat. Das für den Kopf behalten. Ich mach mal was zusammen. Zum Glück zeigt es mir die Zivilisten, hat sicher schon mehrere abgenommen. Oben, hä? Wo? Die wart oben. Seht hier drüben! Kann man nicht durch da? Was? Immer noch? Ich fange ein bisschen viel Treffer ein. Ich wollte die ganze Zeit. Lady? Da ist alles gegangen. Schreit sie nicht mit mir. Diese Trottel in der Halle tun so, als hätten sie noch nie eine Frau gesehen. Huch, da geht's noch weiter. Ich bin schon weg. Hat wahrscheinlich nicht gerade unmittelbar beeren sollen. Thank you.
Soll ich schauen? Ist da der Ausgang vielleicht? Das. Ah, da werde ich hier durchkommen. Alternativen Durchgang, ich hoffe ja nichts übersehen. Das habe ich nicht gehört. Wie der schreit. Wie ein Slash-Weib. Klopf am Lift, genau. Schleichen und zu nach oben gehen. Wo ist jetzt das gleiche Ort? Mal eine andere Halle. Nichts zum Sammeln. Ist das so bei Couch? Ja. Er ist sicher der Verräter. Ich habe angefangen, mir Sorgen zu machen. Du machst dir immer Sorgen. Soll das ein Vorwurf sein? Du bist wie ein ungezogenes Kind. Und du bist eine nervende Tante. Du könntest wenigstens auf mein Geschlecht Rücksicht nehmen. Nervender Onkel, Edie. Danke. Macht Spaß. Sehe ich. Werde jetzt bloß nicht nachlässig. Wir sind immer noch in Gefahr. Weiß ich. Hier wimmelt von Schlägern. Mist, die haben die uns gefunden. Wir wurden verraten, das ist die einzige Erklärung. Sicher, dass du nicht verfolgt wurdest? Ja, ganz sicher. Wenn die das mit dem Hotel wussten, warten sie vielleicht auch an der Küste auf uns. Wir müssen es riskieren. Wenn wir nicht an Bord der Abigail sind, wenn sie ablegt, müssen wir selber aus Marokko rauskommen. Oder für immer bleiben. Volkov! Runter zum Ziel! Seit 6 Jahren träume ich von diesem Tag. Ja. Bruno! Ich bereue nur, dass ich nicht die Zeit habe, deine Niederlage so richtig auszukosten. Hier ist mal Luft. Ja, das fand ich nicht selber. Alles mein Fehler. Wenn du dich nicht um mich hättest kümmern müssen, hätte er dich nicht ausstechen können. Albernes Ding. Die Sorge um dich ist alles, was mir geblieben ist. Sag doch nicht sowas. Es gab immer viele Gründe für mich zu sterben. Du gabst mir Lebensmut. Bleib bei mir. Vielleicht. Bleib bei mir. Bruno! Das Mädchen ist in der Lobby. Töte sie. Warum töten Sie sie nicht, Mr. Bolkov? Wollte ich, aber meine Rachegelüste lenkten mich ab. Sollte eine Lehre sein, sich nicht von Gefühlen leiten zu lassen. Guter Rat, Sir. Gut, dann gehe ich sie jetzt erschießen. Sorge dafür, dass es keine Zeugen gibt. Wir sollen alle töten? Erst alle töten, dann das Hotel zerstören. Sollen sich unsere Gegner nach Antworten tot suchen? Bringen sie alle um da.
Oh. Vielleicht nicht zu früh feiern. Du lebst. No. Das kennen wir. Probieren wir dich mal zu retten in dieser Lobby. Ausstellen. Bombe. Dann gehen wir gleich schnell schauen. Es könnte sich sein, dass da hinten noch eine Bombe ist irgendwo. Sicher ist sicher. Jetzt muss ich am Schluss alles nochmal zurück. Das ist nicht gut, nicht gut. Sie da im Ecke eine Bombe, wäre voll reingelaufen. Ich muss das nie wieder gut machen. Das ist auch noch eine. Da sind da noch Gegner. Geht also doch nicht gerade los. Ich wäre es jetzt gerade ab. Du kannst dich nicht vor mir verstecken, Wolkopf. Ich finde dich überall. Tötet sie, ihr inkompetenten Trottel. Ihr inkompetenten Trottel. Nichts mit tötet sie. Ich gehe Standard nie auf. Ich befehle dir, Stellungkörper! Shit.
rollen sie so weg im Rad. Kommen nicht mehr. Komm zurück. Der fehlt noch da. Bis ich das ausgewählt habe. Oh. Cool. Ist das ein anderer Weg? Checken natürlich alles mal ab. Das ist etwa mehr ein bisschen für die Sammler. Aber sie könnte ein bisschen mehr Zeug verstecken, wenn man schon... Glaubte Schüsse gehört zu haben. Hoffentlich wurde niemand verletzt. Hallo. Dimitri suche irgendwo ist er. Springen da mal rüber. Das ist gar kein Schaden. Oh, ich bekomme da nur das Zeugs. Ich brauche ich jetzt keinen Schalldämpfer mehr. Und auf der habe ich jetzt das Zoom. Jo. Sehr geil. Aber da habe ich nicht überkommen. Ah. Nehmen wir natürlich den hier. Leise ist nicht mehr in jetzt. Jetzt drücke ich wieder den falschen Knopf. Ich wollte springen. Links eins. Da war ich auch. Ich glaube noch nicht überall, aber... Schade.